Gleis 1, bitte einschalten. Türen schließen, bei der Abfahrt. Glück auf Moba, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, erst kam gar nichts, ja, und jetzt geht's Schlag auf Schlag. Ich kann euch schon versprechen, dass das nächste Video ebenfalls in der Pipeline ist, also auch schon in der Vorproduktion ist. Und das wird dann auch demnächst kommen. Aber heute geht's um dieses, und ich habe nämlich mein schwarzes Büchlein mit. Das heißt, ich werde euch wieder ein bisschen was erzählen. Allerdings werde ich euch das im Hintergrund erzählen und nicht vor der Kamera, denn das Ganze hat einen Grund. Ihr werdet heute sehen, was bei mir auf der Anlage fährt, was vorhanden ist und was fährt, und werde euch zu den Originalen, allerdings nur zu den Lokomotiven, werde ich euch noch ein bisschen was dazu erzählen, was aus dem Original geworden ist. Ja? Wir quatschen nicht lang rum, ich stelle die Kamera um, schmeiße die Anlage an und dann machen wir hier mal ein bisschen Rambazamba. Viel Spaß! Beginnen möchten wir mit der KÖV 2 oder auch die Baureihe 323. Was bedeutet denn KÖV eigentlich? Kleinlokomotive mit Ölmotor und Flüssigkeitsgetriebe. Der Ölmotor ist in diesem Fall der Diesel. Gebaut wurde die KÖV in den Jahren 1933 bis 1965. Eine Anzahl von 1114 Stück wurden gebaut. Sie hat eine Leistung von 50 bis 60 PS. Die Maximalgeschwindigkeit beträgt 30 km/h. Kurz noch zu der Länge. Die Länge der Lokomotive ist 7,54 m. Sie hat eine Höhe von 2,70 m und hat eine Dienstmasse von 15 Tonnen. Ausgemustert ist die Lok heutzutage noch nicht. Es gibt wohl noch einige Lokomotiven davon, die auch noch im Einsatz sind. Ganz besonders auch in den BWs, ja, wo auch sonst, weil auf die Strecke, da habe ich jetzt nichts im Internet gefunden, dass die auch ab und zu mal über die Strecke gedonnert ist. Sollte das anders sein, dann könnt ihr mir das gerne auch zukommen lassen. Dann schreibt es einfach unten in die Kommentare. Und jetzt seht ihr noch, wie die KÖV hier den ein oder anderen Rangiervorgang macht. Das werdet ihr dann auch bei den anderen Lokomotiven noch sehen. Ich habe da sozusagen das heute mal ein bisschen verbunden mit ein bisschen Fahrbetrieb auf der Anlage.
Ja, als nächstes kommt dann die V60. Da gibt es ja schon ein separates Video dazu, zu dieser Lokomotive. Ich möchte euch die Daten trotzdem nochmal nennen. Die Lokomotive, die V60 oder jetzt hier in dem Fall die 260, wurde 942 mal gebaut. Vom Jahr 1955 bis 1963. Sie trug früher die Lokbezeichnung V60-001 bis V60-1241. Also es war schon eine ganze Reihe. Zur Digitalisierung bzw. dann zur DB-Baureihe, wo dann die DB kam, war es dann die Baureihe 360 bis 365. Die Lok ist 10,45 Meter lang und hat ein Gewicht zwischen 48,3 Tonnen bis zu 49,5 Tonnen. Also das hat da wohl mit der Baureihe immer ein bisschen variiert. Im Einsatzgebiet oder ihr Einsatzgebiet war und ist das Rangieren. Eher selten ist sie auf der freien Strecke anzutreffen. Sie hatte eine Geschwindigkeit von maximal 60 km/h, daher auch der Name V60, und hatte 650 PS. Und auch hier sehen wir, wie die Lok jetzt noch ein ganzes Stück rangiert. Als nächstes kommt die V100 der Deutschen Bundesbahn bei mir auf die Anlage gefahren. Sie hat auch den Beinamen V100 West. Ja, es gibt auch noch die V100 Ost. Die wird dann, wie gesagt, auch demnächst bei mir den Einzug finden, wenn Lenz dann ausliefert. Aber kommen wir zur V100 der Deutschen Bundesbahn. Sie wurde gebaut in den Baujahren 1958 bis 1963. Es gab eine Anzahl von 364 Stück. Sie hatte 1100 PS. Die V-Max-Geschwindigkeit war 90 km/h. Und ab der Baureihe 211008 waren es dann eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Die Lok hat eine Länge von 12,10 Meter, eine Höhe von 3,99 Meter und eine Dienstmasse von 62 Tonnen. Die Ausmusterung, also bei der DB, gibt es die Lok schon lange nicht mehr. Ausgemustert wurde sie peu à peu bis 2004.
Und als letztes bei mir auf der Anlage, der fehlt glaube ich auf keiner Spur 0 Anlage, ist der VT98. Der VT98 ist in den Jahren gebaut worden, also die ersten Prototypen sind 1953 gebaut worden. In die Serienproduktion ging es dann von 1955 bis 1962. Die Anzahl der gebauten Fahrzeuge war 329 Motorwagen. Zu diesen 329 Triebwagen, also Motorwagen, wurden auch 220 Beiwagen mit der Bezeichnung VB98 mit Packabteilen plus 100 ohne Packabteile gebaut, sowie 310 Steuerwagen der VS98. Hat eine Länge von 13,95 Meter, eine Höhe von 3,30 Meter und eine Dienstmasse von 18,9 Tonnen. Eine Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h, Leistung mit 2 x 110 kW, das bedeutet 149,55 PS. Fahrzeuge dieser Bauart gibt es leider heutzutage im DB-Bereich nicht mehr. Die wurden sogar noch eher ausgemustert als die V100, denn die Ausmusterung bei der DB lief bis ins Jahre 2000. Das war sie, meine kleine Fahrzeugparade. Ja, allzu viele Fahrzeuge sind es gar nicht. Also, na, wenn man das mal im anderen Spurenvergleich hat. Angefangen vom VT98, die 260, die V100 West, die V100 Ost kommt demnächst. Wenn die dann da ist, werde ich sie euch selbstverständlich auch präsentieren. Die KÖF 2 und die Baureihe 64. Genau, das sind meine Fahrzeuge, Kesselwagen, Umbauwagen, deutschen Postwagen, habt ihr jetzt gerade noch mal in dem Schwenk über die Anlage gesehen, also beziehungsweise über den Fuhrpark. Und genau, dann nur noch mal kurz grob, weil sich der eine oder andere jetzt vielleicht fragt, was kostet das Ganze? Übers Preisniveau unterhalten wir uns im nächsten Video. Da ziehe ich dann mal ein Fazit. Ich bin jetzt ein Jahr bei der Spur 0 und da ziehen wir dann ein Fazit. Ja, ist doch schon ein Jahr, so lange hat der Herr Eisenbahn das ausgehalten. Ja, und von daher wird es dann dazu ein kleines Fazit geben. Aber aktuell bewegen wir uns hier, was hier, hier nur auf der Anlage steht, sind wir bei roundabout 3.500 bis 4.000 Euro nur an rollendem Material. Nur, dass ihr mal eine Hausnummer habt, was das Ganze ja, wert ist, sage ich jetzt mal. Nicht? Aber wie gesagt, beim Hobby spielt Geld eigentlich keine Rolle, denn es ist ein Hobby und Hobbys kosten nun mal Geld. Genau. Gut, dann soll es das von hier für heute gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten Video wieder oder im nächsten Livestream. Wenn ihr die Glocke noch nicht aktiviert habt, dann gebt mir mal eins auf die Glocke und dann habt ihr oder bekommt ihr die Benachrichtigung, wenn der nächste Livestream losgeht. Denn in dem zweiten Livestream ist ein bisschen was schief gelaufen, gerade was das Gleis betrifft sozusagen. Da habe ich mir aber schon was einfallen lassen, inwieweit ich das verschönern kann, dass es dann nicht mehr ganz so bescheiden aussieht und auch Sinn macht, also sinnhaft zu verschönern. Genau. Dann bleibt gesund, wenn nicht, werdet bitte so schnell wie möglich gesund. Und wir sehen uns, wie gesagt, beim nächsten Mal wieder. Macht's nicht gut, macht's besser. Glück auf!